Über unsere denkmalgeschützte Treppe wird es später in unseren Privatbereich gehen. Da werdet ihr dann wahrscheinlich nicht so häufig Zutritt haben. Es sei denn, ihr seid ganz lieb zu uns und bringt uns was zu trinken und was zu essen mit. Wir gehen jetzt einmal diese Treppe runter. Sie ist sehr steil, man muss sich etwas festhalten. Aber auch diese Treppe ist wunderbar. Und stehen jetzt hier in unserem zukünftigen Wohnzimmer. Wir erinnern uns, das hier war früher mal unser Lädchen. Das haben wir natürlich ausbauen lassen, damit die Sanierungsmaßnahmen jetzt hier vorangehen. Und das hier wird unser zukünftiges Wohnzimmer sein. Auch diese Wand denken wir uns später weg, weil die gibt es dann nicht mehr. Dort drüben ist die Küche. Das wird später unsere Küche sein. Und unsere privaten Räumlichkeiten. Man kann es natürlich schon erkennen. Hier rechts ist bald unsere Dusche und unsere Toilette und unser Waschbecken. Hier wird irgendwann das Kinderzimmer unseres Sohnes sein. Er darf natürlich nicht ganz so groß werden, weil die Decken sind relativ niedrig. Und in unserer ehemaligen Schankwirtschaft. Früher die Gordöns hier, die gute Stube. Da wird dann das Mädchenzimmer sein. Mathilda und Johanna werden hier wohnen. Jetzt gehen wir weiter in unseren zukünftigen Wirtschaftsteil. Wenn ihr heiraten wollt, ihr habt Firmenfeiern oder ihr möchtet einfach nur eine Räumlichkeit für den Geburtstag mieten, dann könnt ihr das später hier tun. Der Raum wird etwas größer sein, weil diese ganzen Wände hier, die wird es nicht mehr geben. Das Ständerwerk, das wird wieder hergestellt, was man hier oben sieht. Und wir haben wieder eine Kombination aus alt und neu. Hier werden schöne Flügeltüren hinten in den Garten hinaus sein. Und dann kann man da im Garten auch noch mit feiern. Es wird hier eine Toilette geben und auch eine kleine Kochmöglichkeit, wo zum Beispiel Buffets von Caterern abgestellt werden können. Und unser schönes Türchen. Das wird natürlich nach außen hin geöffnet sein und da wird ganz, ganz viel Licht durchkommen, weil da wird eine offene Flügeltür quasi, eine Fensterflügeltür eingesetzt. Ja, ich hoffe, euch hat der Rundgang gefallen.